roke smo smeli za nekaj sekund prijeti Galaxy Fold, težko pričakovani mobilnik, ki se ga da odpreti in zapreti in na njem poganjati več aplikacij. Ganz normal ins Menü reingehen, können telefonieren, unsere Kontakte aufrufen oder sonstiges, also ganz normal wie ein ganz normales Telefon. Das Praktische ist hierbei, dass wir 4,6 Zoll haben und somit komplett in einer Hand alles bedienen können. Ich komme mit dem Daumen von oben bis unten ohne Probleme, ohne mich irgendwie großartig anzustrengen. Im Gegensatz zu neuen Telefonen heutzutage. Wir gehen jetzt mal von folgender Geschichte aus. Wir sind neu in Berlin und müssen nicht wohin. Wir machen uns ja Google Maps an. Es ist auf dem kleinen Bildschirm halt jetzt nicht so vorteilhaft. Das Ganze öffnen wir und haben es schön auf unserem großen Bildschirm. Jetzt haben wir uns mit einem Freund verabredet oder einer Freundin. Wir möchten jetzt gern schreiben. Jetzt möchte ich aber, ich möchte weiterhin verfolgen, wo ich bin. Also öffne ich einfach nebenan mein Messenger. Und kann währenddessen, ich schaue, noch immerhin hier schreiben. Jetzt meint sie, okay, 15 Minuten bin ich von ihr entfernt. Ist mir zu lang zu laufen, also mache ich höchst dabei gern Musik, weil ich bin alleine unterwegs. Mach nebenbei mein Spotify an. Ich kann jetzt weiterhin mit dem Multi-Active-Window kann ich weiterhin meine ganzen Apps untereinander switchen, problemlos. Und sobald ich Zugkörper personalisiert vorne weiterlaufen lasse. Das heißt, schiebe ich weiterhin mein Maps nach vorne, kann ich schließen und weiter mein Maps vorne laufen lassen. Ohne Probleme. Selbstverständlich kann ich einschließen, beide schließen und weiterhin nur die App laufen lassen, die ich für mich gerne hätte. Tako pa zgleda naša spletna stran na Galaxy Foldu. Hab eine super tolle Kamera, jetzt nicht erschrecken, das ist die Frontkamera. Nochmal mit einem Weitwinkel mit drin. Haben auch nochmal die Hauptkamera. Hier habe ich zwei Kameras enthalten, einmal mit 10 und 8 Megapixel. Und die Hauptkamera liegt mit einem Weitwinkel bei 16 Megapixel mit einer 123 Grad. Zahl, wo ich sehen kann. Ich kann um 123 Grad sehen. Das menschliche Auge wäre uns hier kommt die 130. Also kriege ich hier richtig viele Personen problemlos auf ein Bild, ohne sich wirklich da große Anstalten zu machen. Auch schön Gebäude oder Berge, ganz toll. Hab noch meinen optischen Zoom und einen doppelten Zoom. Also mein Telefon und mein Weinwinkel. Hab hier einen Fotoassistent. Der erkennt, was für Personen, eine oder mehrere Personen, ist es ein Schuh, ist es ein Hund und stellt dementsprechend dann auch die Farben und die Kontraste ein, personalisiert selbstverständlich. Verschwommener Hintergrund, je nachdem. Ganz normal. Wenn man es schließt in Fotografiemodus? Das können Sie personalisiert einstellen. Also Sie können personalisiert einstellen, welche Apps weiterhin auf dem Frontscreen laufen, während Sie das Gerät schließen. Ich habe jetzt eingestellt, dass Kamera, Galerie, Maps und YouTube weiterhin vom Frontscreen zu sehen ist. Aber man kann es auch so einstellen, dass wenn man es schließt, es automatisch gesperrt ist. Das ist einem selbst überlassen. Kann man problemlos über Settings einstellen lassen. Und telefonieren tut man aber mit geschlossenem, oder? Telefonieren tun Sie mit geschlossenem. Sie können es gerne öffnen, springt nur dann auf Lautsprecher. Okay. Ich kann Ihnen gerne nochmal mit YouTube gern zeigen. Mit einem schönen Bild. Haben das schön groß hier. Haben einen super Ton eigentlich auch. Gut, mit der Hintergrundkulisse ist es ein bisschen schwierig. Und sobald ich es hier auch öffne und drehe, nochmal ranzoome, ist ein tolles Bild. Wir haben gesehen, wie sich die Zadeva odrezala. Takšna pa je.